Ja, hallo Leute. So, ich mache direkt noch ein zweites, und zwar den Dampfkolben. Ist ein Sturmgewehr. Hab ich sogar noch. Und zwar eine Zeit lang mal irgendwann gespielt. Wir gucken uns jetzt mal an, was der kann alles. Das ist ein Sturmgewehr. Meiner Erfahrung nach, als ich gespielt habe, ist ein Einzelschuss, also man muss immer den Knopf betätigen zu schießen, kann ich im Dauerfeuer machen. Ich habe es auf ganz klassisch gemacht, kritische Treffer, kritischer Schaden zweimal. Ich habe sogar Magazingröße drin mit 2,6 Nachladegeschwindigkeit. Geht fit, hat dadurch 33 im Magazin, hätte sonst weniger, ich glaube 20. Ja, Element Energie und ja, Leitschaden noch mit drauf. Perfekt. Und kommen wir zum Helden. Also hier war ja jetzt die Clementi drin. Als Soldat kommt der hier rein. Auf jeden Fall kritische Sturmgewehrschaden plus. Das gilt auch für Maschinenpistolen, 225%. Sehr effektiv. Das können wir drin lassen. Schießwut können wir auch drin lassen. 25 Stapelbar. Autsch, mein Auge. Saurier kann auch drin. Obwohl, ich glaube, Saurier könnte man sogar nochmal austauschen. Ich meine, da war jetzt noch einer, der, ich glaube, irgendwo nochmal Sturmgewehr erhöht. Ja, genau, erhöht den Schaden von Sturmgewehr und Maschinenpistole um 17%. Macht was draus, ist nicht. Nein, kann man gut benutzen, ja. Das kann man auf jeden Fall dann nutzen. Ja, genau. Heute hierhin. Hab keine Ahnung, was der war, schon gestern schon mal mir drin. Hat mir geschrieben, ich habe zurückgeschrieben, kam keine Antwort. Immer wichtig, schreibt mir vorher, wenn irgendwas ist. Weil ich habe keine Ahnung, was los ist. Wenn ihr dann einfach reinkommt und ja, es passiert nichts. Außer es geht um Traden, dann gehe ich direkt raus. Besonders nicht damit ziehen. So, dann. Moment, hä? Hat er nicht 33? 33. Wieso hat er denn 32 jetzt? Hä? Okay, Anzeige-Bug. So, die macht jetzt durch kritischen Treffer nochmal. Ist jetzt bei 525 der Schaden. Also, wenn die nicht beim zweiten, ersten Schuss kritisch, dann weiß ich auch nicht. Wieso ist eigentlich immer direkt ein Lager vorm Spawn? Also die ist auf jeden Fall schwächer als die Dampfwalze. Trotz kritischer Schaden. Oder vielleicht irre ich mich da gerade und habe nicht richtig hingesehen.
benutzt. Schon wieder Dino, ey. Ich hasse euch, Dinos, ich hasse euch. Ihr seid so nervtötend. Ist eigentlich auch die Tiere nerven so unglaublich, wirklich so unglaublich. Ich sag das zwar immer wieder, aber die nerven wirklich sehr. Es ist fast nicht mehr erträglich. Da schon wieder! Verpisst euch doch mal! Meine Fresse! Wie kann man denn so hardcore nerven? Schaden, ich weiß nicht, also kritischen Schaden ist jetzt, weil die so langsam schießt, irgendwie nicht so der Hit. Aber okay, Schaden macht es schon ein bisschen besser, aber nicht so hardcore wie Pistole. Dicken dauert länger. Wenn er so langsam schießt. Wir nutzen mittlere Patronen oder leichte. Wow, das dauert aber echt lange, weil Dings. Den kritischen Schaden nicht drauf oder Leitschaden, sieht aber ein bisschen blöd aus. Was nutzt sie denn für Munition? Sieht man das? Ich werde angegriffen. Komm schnell. Mittlere. Och meine Fresse, was soll der Scheiß manchmal, ey? Da ist doch noch eine Schlange. Manchmal kritt es. Man kriegt Leitschaden, aber manchmal dauert es länger. Wäre die vielleicht so ein Dauerfeuerschuss? Sturmgewehr, sieht es deutlich besser aus, aber ich kann mich damit nicht irgendwie anfreunden, dass es langsam schießt und dass es etwas länger dauert. Das andere Sturmgewehr deutlich besser. Thank you.
Ich schieße halt so langsam. Das ist. Ich glaube, das ist so ein Negativpunkt. Das ist so ein richtiger Negativpunkt. Trotz erhöhten kritischen Schaden merke ich irgendwie gar nicht, dass sie wirklich krittet. Der Rest. Das den Rest macht eigentlich der kritische. Macht der Leitschaden eher. Nur so eine einfache 140er Überleben retten gesehen. Dass alle so nett nacheinander stehen. Davon schon machen die nicht. Es dauert ein paar Schüsse. Überlebende können auch mal ein Update vertragen, so wie die aussehen, ey. Das war unglaublich! Na, ich wollte dich angreifen. Warte, Nebelmonster dauert echt lange. Das war jetzt nur so ein paar Schüsse. Wird stumm gegangen natürlich, aber das sollte schneller gehen. Ich sterbe. Was ich einfach dringend machen müsste, ist ein Zermalma finden. Das da mal testen. Meine Güte, hat man dann hier niemand seine Ruhe? Ja, wenn ihr keinen Leitschaden drauf habt, die Waffe sogar vergessen. Thank you.
Gut, wie oft wird denn Schmuck nerven? Ey, das ist so laut, es ist einfach so laut. Es nervt, es ist laut. Und ich spawn überall, egal wo, und nerven. Und nerven wirklich. Und nerven wirklich. Es ist einfach nur lästig. Es ist einfach so lästig. Es ist hardcore nervig. Ist hier denn kein Zermalmer? Da ist einer. Gegen Zermalmer bringt ja gar nichts. Wirklich. Ist ja klar, ich werde direkt runtergeschleudert. Was ist denn das heute? Ist ja absolut nervig heute. Ist ja mega nervig heute, ey. Tiere nerven. Besonders wirklich Tiere nerven. Kommen überall her. Die ganze Einladerei nervt mich jetzt auch noch. Mal nach ich auf. Muss ehrlich gesagt sagen, ich habe keine Lust mehr auf die Waffe. Die ist Schmutz, also die Waffe ist echt Schmutz. Ich habe jetzt so viel an schönen Sachen drauf geklatscht. Auch mit kritischen Schaden, die Chance von 525. Ach man, das ist doch nicht normal. Wie oft wollt ihr mich noch nerven? Wie oft kommt mir die dämlichen Tiere immer? Schon wieder? Wieso sind hier ständig Dinos? Wie kann man denn bitte so hardcore nerven? Wirklich, wie kann man so hardcore nerven? Was ist das für ein Dreck? Scheiße, ey. Wirklich, wie kann man so nerven? Das ist ja nicht normal. Das ist ja nicht normal, sowas. Richtig nervig. Früher war das viel besser und jetzt. Ist ja richtig nervig, ey. Ist ja hardcore nervig. Junge, Junge, ey. Richtig hardcore nervig, ey. Schon wieder! Ich kann mich doch verarschen. Was, der Zermalmer von eben? Ja. Hat echt gedauert. Ein halbes, anderthalb Magazin verschluckt.
Ja, abschließende Worte zu der Waffe. Also die Waffe ist nicht der Hit. Schmutz. Dauert lange zum Schießen. Dauert lange, bis auch so zweimal tot ist. Da war die hier viel, viel besser. Ja, Dampfkolben macht sogar weniger Schaden, ja. Aber trotz kritischen Schaden 525 hätte es echt kritten müssen. Bei jedem zweiten oder einen Schuss. Es hat es nicht. Ich habe da gar nicht gemerkt, was wirklich gekrittet hat. Und solange Leitschaden nicht drauf ist, hätte ich der Waffe auch keine Chance geben. Also wer Leitschaden nicht drauf hat, der kann die Waffe direkt wieder verwerten. Ist dann absolut nicht feierlich.